Hallo YouTube, hallo Zocker, hallo Wiesim-Freunde, herzlich willkommen zurück hier bei Nickfrei Zockt, Mad Games Tycoon. Wir versuchen es mal wieder, mal gucken, was sich getan hat seinem letzten Patch und ich hoffe, wir können lang genug spielen diesmal, ohne dass es uns wieder um die Ohren fliegt mit einem Update. Wir beginnen mal ein neues Spiel, hat sich einiges geändert hier. Spielername ist natürlich Nickfrei, der Firmenname, der ist... Wie heißen wir? Chip Gaming heißen wir bei den anderen. Aber nee, wir machen das anders. Wir nennen uns hier Panda Games. Ich glaube, die gibt es sogar. So, jetzt brauchen wir ein Logo, am besten mit dem Panda. Genau. Wir nehmen als Standort Verkaufsbonus Deutschland von Wirtschaftssimulationen. Wir sind männlich und Tutorial deaktivieren, alle Features freischalten. Sollen wir alle Features freischalten? Es ist schwierig, ganz schwierig. Zufällig Plattform, ich glaube, wir lassen das mal so. Wir wollen perfekte KI und wir wollen als Genre wollen wir Wirtschaftssimulation. Wir nehmen Geschwindigkeit so hoch wie geht. What? Seit wann geht das so hoch? Programmierung und Geschwindigkeit. So, jetzt haben wir es aber. Wir spielen auf... lass uns mal auf normal zocken. Ja, ich weiß eh nicht, wie lang wir das spielen werden diesmal. Ich muss mich auch mal an die neue Oberfläche hier gewöhnen. Hat sich hier einiges geändert. Manche Sachen sind an anderen Stellen. Der hat ein Fragezeichen über dem Kopf. Da unten gibt es 4 Aufträge. Die Entwicklungsabteilung. Oh, wir starten mit 100.000, wenn wir auf normal starten. Das ist natürlich cool. Können wir ja auch schon mal eine einigermaßen gescheite Entwicklung bauen. So. Ich bin gerade am überlegen, machen wir das hier hin. So, wir brauchen Schreibtische und dann brauchen wir natürlich am allerbesten einen richtig guten Schreibtisch. Dann schnappen wir den, setzen den hier rein und sagen zu dem Arbeitsauftrag suchen. Der bringt am meisten Geld. Damit geht's los. Dann sanieren wir uns erstmal und dann fangen wir an zu expandieren. Tja. Ich bin noch ein bisschen am Grübeln. Ich habe gerade Radsportmanager aufgenommen. Das war ja... Ich bin ehrlich gesagt froh, dass ich die Aufnahme hinter mir habe. Und ich bin froh, dass wir jetzt dieses Spiel hier starten können. Weil es klingt vielleicht ein bisschen hardcore, aber bei dem Spiel weiß ich wenigstens in etwa, was ich habe. So, wir haben keine Freischaltung. Das heißt, wir können nichts anderes machen, außer ein Klo bauen. Forschung geht noch nicht. Das ist kurios. Geht nicht. Ich krieg nur 2 Schreibtische hier rein. So, was haben wir hier an Personal? Wir suchen einen Programmierer. Komm mal her, du. Dich stelle ich ein. Du kannst mal mitarbeiten. Da werden wir schneller fertig. Spült schneller Geld in die Kassen. So, neue Forschung, alles verfügbar. Das ist zwar alles schick, aber wir sorgen immer noch für einen Grundstock.
Gibt's denn schon eine Engine? Gibt's noch keine. Solange es keine Engine gibt, brauchen wir noch kein Spiel zu machen. So, ich gehe nämlich diesmal eine andere Taktik. Wir müssen ja erst Dinge freischalten. Dazu müssen wir erstmal ein Spiel entwickeln. Wenn ich ein Spiel entwickeln muss, muss ich erstmal eine Engine kaufen. So, immer schön das, was die meiste Kohle bringt, produzieren. Und habe ich viele Aufträge diesmal am Anfang. Das ist bestimmt, weil wir auf Normal spielen. Wenn ich auf Legendär spiele, habe ich nie Aufträge. So, es gibt eine neue Engine. Engine erwerben. So, die ist Basis. Die erwerben wir. Jawohl, ja. So, Dev-Kits können wir noch nicht. Wir können noch nichts. Das ist ja das... Stimmt, ich muss alles freischalten. Da war was. Wir werden nicht teilnehmen. Die haben alle Menüs geändert. Das verwirrt mich ohne Ende. Also auch in meinem privaten Spielstand. Ich habe ja mal schon mal kurz angezockt. Habe mich total verwirrt. Ich habe jetzt genug Geld, um Lizenzen zu erwerben. Okay. Das haben wir freigeschaltet. Lizenzen erwerben. Interessant. So, wir müssen ein Spiel entwickeln. Das nennen wir, wie nennen wir das? Trader Tycoon. Das Ganze gibt eine Retail-Variante, das Ganze gibt ein B-Dingens. Als Thema wollen wir auswählen. Weltall, Hauptgenre, ja super. Wir können ja noch gar keine Wirtschaftssimulation machen. Action Trader nennen wir es dann ganz einfach. Welt à la Karte. Engine, diese Free Engine Lizenz brauchen wir keine. Ist eh so klein. Wir können nur eine Plattform wählen. Wir nehmen den Computer, weil es das einzige ist, was wir wählen können. Und die hat auch 48% Marktanteil. Passt. So. Gameplay. Spiellänge. Atmosphäre. Einsteigerfreundlich. Core Gamer. Ich habe keine Ahnung. Wir bringen es in Englisch, wir bringen es in Deutsch. Ach, wir bringen es weltweit. Scheiß drauf. 78.000, wir bringen es nicht weltweit. Wir bringen es in Englisch, wir bringen es in Deutsch, in Französisch, in Italienisch, in Spanisch, in Russisch, in Chinesisch. Das sind die größten Märkte und in Japanisch. So. Ich glaube, Schweden und Korea können wir uns sparen. Wobei Korea ist eine Zocker. Ach, dann kommt es auch nicht mehr drauf an. So, alle 25% würde ich jetzt nicht so sagen. Ich glaube, Sound können wir mal ein bisschen vernachlässigen. Ja, ein Action-Game. Braucht es eigentlich? Gameplay und Grafik ein bisschen gepumpt. So, alle Features aktivieren. Ist ja nur ein Feature. Spreitechnik. So, los geht's. Wir entwickeln das erste Spiel, um die Forschung freizuschalten. Deshalb tun wir das Ganze. Nur nicht mal um Geld zu verdienen, sondern um die Forschung freizuschalten. Dafür hätte es eigentlich auch ein billiges Spiel getan, aber ich habe die Hoffnung, dass wir vielleicht auch Geld mit verdienen mit diesem Spiel. Eventuell. Unter Umständen. So, wir haben nur einen Bug. Sieht sogar gut aus. Ich würde sagen, können wir nehmen. Wir suchen uns einen Publisher. Zum Beispiel den hier für Arcade-Spieler. Der gibt uns 5 Dollar Gewinnbeteiligung. Das hört sich gut an.
So, wir haben uns auch so Spiel gemacht, deshalb steht die Forschung zur Verfügung. Wir kriegen gigantische 8-9%. So. Ich komme da unten mit den Spielen einfach nicht klar. Sage ich ganz ehrlich, wie es ist. So, wir entwickeln einen Patch für das Spiel, weil ist ein Bug drin. Wie war's das? Okay. Spiele-Update. Wir hätten gerne bessere Steuerung. Für 1800. Hust. So viel Geld. Das muss so reichen. Ja, wir haben 84.000 Miese. Das wird wohl auch nichts mehr. Wir bauen eine Forschung, damit wir hier mal in die Pötte kommen. So, wir brauchen da drin, wenn es geht, auch wieder Schreibtische. Wir haben ja Geld, also können wir uns da ein paar Schreibtische leisten. So ist es nicht. Brauchen wir es nicht unbedingt hier auf sparsam zu machen. Wir spielen ja auf normal. So. Dann können wir den hier mal hier rübernehmen. Der kann mal einen Auftrag machen. Und der hier kann mal Features erforschen, nämlich Spraytechnik. Wie viel Kohle verdienen wir hier eigentlich? Wäre ja mal interessant zu wissen. Wie, die haben das schon aus dem Handel genommen. Wir haben es doch noch verkauft. Also für das Geld kriege ich aber überhaupt nichts entwickelt. Das tut mir jetzt echt mal leid, wenn ich das so sagen muss. Naja. Ist wurscht. So, wir gucken gerade mal. Personal einstellen. Gibt es hier einen, der Game Design mäßig gut drauf ist? Du wirst eingestellt. Mehrere Mitarbeiter eingestellt. Jetzt einen Aufenthaltsraum haben wir freigeschaltet. Den bauen wir aber noch nicht. Der kostet nur Geld. Und so viel bringt er jetzt auch wieder nicht. So, jetzt kann ich Engines entwickeln. Das ist doch schick. Wir keulen das jetzt hier durch. Das ist jetzt blöd. Könnten natürlich hier schon mal die Grundengine entwickeln. Neue Engine entwickeln. Die PGE 1. 1. Optimiert für Arcade-Spiele. Features Sprite-Technik. Ich bin gerade am Überlegen, wie wir die Engine attraktiv machen für Kunden. Denn da hat sich auch was getan. Es ist nicht mehr so, dass wir einfach hingehen können und können, glaube ich, sagen 500.000 und alles Maximum und Schicht im Schacht und wir nehmen die Kohle ein, sondern wir müssen uns schon anstrengen, dass wir Geld verdienen. So, und die Engine, die kann ich deshalb jetzt schon entwickeln. Weil wir natürlich die Features hier alle nachlegen können. Das ist also das geringste Problem. Nachlegen geht immer. Allerdings haben wir ein kleines Problem. Wir hätten gerne Engine für Wirtschaftssimulationen. Jetzt machen wir gerade eine für Arcade. Das heißt, wir müssen irgendwann nochmal eine entwickeln mit allen Features für Wirtschaftssimulationen.
das ein bisschen blöd. Aber ich würde sagen, so, wir nehmen Scrolling mit rein für 12.000. Schon mal eine Hardcore-Nummer. So, Joystick-Steuerung. Also wir sollten uns, glaube ich, langsam mal eine Einnahmequelle zulegen. Wir sollten irgendwie mal anfangen, Geld zu verdienen. Sonst kriegen wir ein Problem. Und zwar ein massives. Was haben denn die Engines, die es hier zurzeit gibt? Engine erwerben. Gibt's keine. Damit hätten wir zurzeit die beste Engine. Weil wir haben die meisten Features. So, leg los, Kumpel. Wir brauchen Kohle. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass gleich einer unserer Engines lizenziert, aber das wird wohl noch nicht so schnell eintreten. So, Features gibt es keine mehr. Genres, wir brauchen die Wirtschaftssimulation. Hust, 35.000. Warum brauchen wir die Wirtschaftssimulation? Das ist das Einzige, was ich kann. Wirtschaftssimulation programmieren. Jetzt gibt es eine neue Engine, die hat 12.000, 6 Features, okay, für 22%. Das ist schlecht, das spricht gegen uns. So, so, damit geht's weiter. In der Hoffnung, dass da vielleicht jemand zuschlägt. Irgendeiner, irgendwann. So, wir erforschen hier die Wirtschaftssimulation. Nein, wir brauchen nicht auf eine Messe zu gehen. Hier verdienen wir Geld. Und da hat jemand die Engine lizenziert. Strike. Die 11.000 haben wir wieder. So, das hier schön entwickeln, gibt es auch wieder Kohle. Und dann hoffe ich, dass die hier schnell fertig werden und dann geht's los. Können wir Spiele machen, mit denen wir uns auskennen. Yeah, erstes Genre erforscht, das können wir Untergenres benutzen. Aber wir haben wieder Features, die erforscht werden müssen, zum Beispiel 4-Farben-Grafik. Und es gibt eine teure Engine, wenn wir gleich eine Visim-Engine machen. Wir sollten zusehen, dass wir dann viel Geld auf dem Konto haben. Und ich glaube, unsere Arcade-Engine, die supporten wir erstmal gar nicht mehr. Oder? Sollen wir nachlegen? Ich weiß es nicht. Ist schwierig, ist echt schwierig. Huhuhu. So, da kommt unser Gewinnanteil. 11.000. Die haben ein Spiel gemacht. 39.000 wegen 19% Gewinn. Eigentlich müssten wir das Ding updaten. Welche Features kriegen wir denn rein? 7. Damit wären wir die Beste, die draußen auf dem Markt ist. Jo, machen wir nochmal ein Update. Was soll's. Künstliche Intelligenz wird noch nachgeschoben.
bräuchte ein separates Entwicklungsbüro für Aufträge. Könnten wir ein bisschen schneller entwickeln. Drehen wir einfach mal die Speed hoch. Dann geht das schon. So, nichts dabei, was uns interessiert. Na komm schon, werdet fertig. Speicherfunktion, auch noch neu. Ich weiß nicht, das kostet einfach nur Geld, eine Engine zu machen. Aber es gibt auch Kohle, nämlich 61.000, wenn wir diesen Auftrag hier durchkriegen. Und den kriegen wir durch, weil wir sind schneller Programmierer. Wir machen ja teilweise 4 Punkte. So, komm. Entwickeln ein bisschen flotter. So, was haben wir denn hier sonst noch Schönes? Das da noch. Ja, wir kommen wieder zu Geld. Wir haben eine Engine auf dem Markt, die ziemlich viele Features hat. Wir haben vSim erforscht. Wir machen gerade die Speicherfunktion. Ich glaube, wir brauchen jetzt noch 2 Schritte und dann können wir anfangen, eigene Spiele zu entwickeln und das hoffentlich dann recht erfolgreich auf den Markt werfen. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich muss mich da echt noch dran gewöhnen. Die Menüs und alles, das ist alles ein bisschen anders. Die Einblendungen hier sind anders. Leichte Umstellung. Muss man sich erstmal dran gewöhnen. Aber kriegen wir schon hin. So, Blick auf die Uhr sagt mir, ich sollte mal Ende machen. Ich hätte gern noch, dass er das fertig entwickelt. Das ist natürlich Zeitverschwendung, wenn der dann in der Zeit kein Ding, keinen Auftrag hat, aber wurscht. So, Speicherfunktion wurde erforscht, das heißt, wir können jetzt speichern. Deshalb bin ich raus, sagt danke fürs Zuschauen, wünsche euch noch viel Spaß auf YouTube, noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Und ja, in 2 Tagen, also heute plus 2 Tage, in 3 Tagen kommt die nächste Folge von Mad Games Tycoon und bis dahin noch viel Spaß auf YouTube, noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut, bye bye.